Sean, what I must do.
Philipper Kapitel 4, der ich 8 von 8 in der Ente lesen. Dann zu Gottolas, Breiter, was immer wo ein Bedienst wird, das, was reich, rein und leiftolig ist, was gute Eigenschaften hat und lobens wird, das, damit Jäfchen auf. Jäfchen durch ein, was die Familie lehrt und die Krähen und die Hirt und die Seinen haben. Da wird der Friedensgott mit dir sein. So wird. Es wurde am Himmel, ich danke dir für das schöne Wahre, was wir hier haben. Ich danke dir für jeden, der heute zurückgekommen ist. Ich danke für die, was hier wird mitbringen, ich muss dir mit ansehen. Sei nach Dankeschön für die Not, was in der Himmel alle Tage nie ist. Herr Jesus. Amen. Wahrscheinlich ist es nicht, dass Jesus alles und Tritt betont hat für uns. Dass er jeder einen, der noch Frieden hat, und jeder einer, der Vergebung erfahren kann, betont ist das. Bloß nehmen wir das an. Anerkennen wir das, da wir laut wie uns den Sinn ausstrecken. Uns Teilmutter von der aus wollen wiederkehren wegen Vergebung. Von der zweite Part, Ferienweg, Ferien sind auch check wie uns. Wann uns Bruder sich gegen uns versündigt, da wir da nicht sollen bis tüß blieben, oder lernen, dass da soll kommen, aber wir sollen gehen und mit ihm reden. Wir checken uns in verschiedenen Wege, wo wir das können tun oder wo wir das sollen tun. Da ein Unterscheid merken, dass wo wir das tun. Und wir reden von, dass wir den extra Stopp sollen nehmen, zum Gehen, von der Champ, zum Vergeben. Da wir haben gleich ein Reich, tüst zu bleiben und dort an uns Wort zu holen. Wir sollen gehen und wir sollen sein, dort eine Ordnung zu bringen. Und wir haben ein bisschen in Gedanken noch, dass Petrus kam über dem, was auf die Frau dann durch all das fragte, dass siebenmal im Tag Gott zu vergeben. Und Jesus sagt 70 Mal sieben. Dort meint 490 Mal den Tag, dreimal die Minute ungefähr. So jede Minute, und mein Bruder sagt noch dreimal die Minute, je mehr wird erreicht hat, dann sollten wir wahre vergeben. Nur das Wort, nur der Mut, was Petrus hier will brücken. Und Jesus sagt, er trägt nicht Tau, bloß siebenmal, aber siebenmal 70, sodass jedes Mal einmal, was wir machen, vergeben. Das ist kein Wach, Raum nicht. Und der wieder in unsere Geschichte nennt, weil Jesus uns wiesen, wie wichtig dort ist, dass wir vergeben. Und dass wir uns selbst ein bisschen kicken wollen, was uns vergeben ist. Und nicht bloß zu sein wollen und nicht nur bedenken, was du zu mir getan hast oder was du auch getan hast zu mir. Das ist eine, der ganze Aufschnitt von hier in Kapitel 18, von 15, der 35, der hängt ganz taub. Ob die Frau über dem, was Petrus bringt, der kriegt über diese Vergebung. Und Jesus am sagt ungefähr dreimal die Minute. Und weil wir alle noch was wichtiger wissen, dort ist nicht unbedingt eine Frau, hat eine Option nicht zu vergeben. Jesus will hier in dieser Geschichte actually lernen, dass wir haben keine Option. Wir haben nicht, es ist nicht optional, es ist nicht, weil ich vergeben. Wir sollen vergeben.
And so that's what we want from you, and we want to take in us with beschaffen. But far away to go, would I pray on him, and we would hope not to be. Lord, I'm glad that I come for you, and I thank you for your word. For I thank you that we have done it. For I thank you for all the verschiedene Gleichnisse, what you and your word has abschrieben lassen. Wo we learn can, and wo we can sein, wo wichtig Dinge sind. And von dir ganz besonders, wenn wir denken an ihre Vergebung. Vor ich freue, dass du musst durch den Geist von dir reden. Vor ich freue, dass wir, was du was haben, was die Menschen, oder was wir sollen, in unsere Worten abnehmen, dass wir die möchten abnehmen. Und dort, wo die gefährlich ist, wo du ihn gefallen hast, dass dort die Menschen möchten mitnehmen. Alles, was er nicht soll sein, dass er möchte sie bleiben. Aber dass bloß deine Wahrheit macht. Bestehen bleiben. Vorher wie Frauen bloß an deine Leitung und deine Führung. In Jesu Namen. Wenn ihr in der Bibel mithaben, werden wir mal noch Matthäus Kapitel 18, 23 durch 34, werden wir uns den Tag mal lesen und mal sein Wort, wie von der du lernen kann. Das heißt es dir. Dann kommt Petrus, warten wir von 23 wieder, weil die. Das Himmelreich ist mit einem König zu verglichen. Der mit seinen Schildern verrechnen will. Und als er anfing zu verrechnen, wird einer für ihn gebracht, der am viel Dutzende schuldig wird. Ich will hier ein klein bisschen anhauen. An der plattdeutschen Bibel, der sagt viel Dutzende. Aber in der anderen Übersetzung, dann fangen wir, du hast eine Summe von 10 Dutzend. Und dort hat nicht so ein großes Sinn ähnlich. Wo das hier auch sein hat, ist viel. Aber wenn wir uns das so noch mal bekämpfen, dann merkt ihr, dass noch mehr sein. So ein bisschen daran denken, dass die wirkliche Sprache, sie geschrieben erstmal in der nächsten Übersetzung, sie haben dort 10.000, wo wir hier bis viel Dutzende haben. So, wenn du eine andere Sprache lesen darfst oder was immer, dass du daran kurz überdenken kannst. Und was ich nicht hat, dort zu betonen, bevor sein Herr, am mit früh und Tänger taub und alles, was er hat, zu verkäupen und die Schuld zu betonen. Dann fall der Mond dull und bet am an und seht, Herr, hab Geduld mit mir, ich war die alles betonen. Dann jammer den Herr dort über dem Knach und leid am Gun und verjäuf am der ganze Schuld. Dann ging derselbe Knach rüht und traf einen von seinen Mitarbeitern, der am ganz wenig schuldig wird. Hier war er, wenn die waren Hochdeutsch oder Spanisch oder Englische Übersetzung lesen, dann waren die Nummer der Fing von 100. Und hier sagt er bloß wenig. Schuldig wird. Dem krieg heu, bin Holz zu holen, im Funk an am zu wahren und verlangt, am alles zu betonen, was heu schuldig wird. Dann fällt der Mond fahr am Dohl in Prachadam. Hab Geduld mit mir. Ich war die alles betonen. Aber er horcht nicht nur und denkt in Leute am Anstoppen, dass er alles betonen wird, was er schuldig wird. Was seine Mitknechte dort sagen, werden sie sehr bedrängt und gingen und vertellten dem Herrn die ganze Geschichte, was vergefallen wird. Dann fordert der Herr am Wasser und sieht zu ihm. Du beißt nach. Ich verjäuf dir all deine Schuld. Willst du mich nicht? Willst du mich durch am Prachatz? Sollst du, die nicht gerade so gut mit deinem Mitknecht mit Leid gehört haben, als er mit dir mit Leid hat? Und sein Herr wird so doll, dass er am Leid an den Folterkummer anstappen wird, weil alles wird betont haben. Und so wird mein himmlischer Vater dort mit einem jeden von Jünd merken, wann je jenem Bruder seine Übertretungen nicht von Horten vergeben. Sie Jesus kämpft hier wieder mit dieser Geschichte, von wo er mit angefangen hat, wann irgendwer sich je in uns versinnen hat, dann sagt er, wo wir sollen gehen und sollen diese Dinge zu verhandeln. Und da wir nicht in Rache haben, tust zu bleiben und zu denken, no, Jana mag nicht mitkommen.
Und da bringt dann Petrus bei diesen Gedanken, gerade wo ich davon reden darf, muss ich vergeben, oder wofür muss ich vergeben? Und er bringt dann der Rüter, dass er soll 70 mal 7, 3 mal die Minute so zu sein, zu vergeben. Der andere Ding, wo wir können hier sein, als wird Jesus will sein, als eben fahrig ihr Haupt nur mit dem Bruder geht, dort Schuld fährt zu holen, was er sich je mir getan hat, soll ich den all vergeben haben. Ich soll all mit dem vergebenen Wort nur mit dem Bruder gehen. Fahrig ihr Haupt zu Hand geht, dann soll ich all vergeben haben. Und ich glaube, dass wir würden gerade den Unterschied merken, was ich mit dem vergebenen Wort nur mit dem Bruder gehen, sein Anbett dort zu bringen, am Wesen, was er getan hat, auch erst. Und dort wie uns Steuerwerk von seiner Seite, dass er auch kann, noch einkommen und der Vergebung auch zu haben, dann soll ich auch mit dem vergebenen Wort zu Hand gehen. Merkt den Unterschied. Aber das ist mit dem veräußert und verbessert Wort zu Hand gehen. Also, wir sollen gehen mit dem vergebenen Wort erstens. Und bei den ersten Gedanken klingt das, wo ich will in der Kirche erst, kann ich dort erfordern, nicht zu vergeben. Kann ich mir dort leisten, meinen Nächsten nicht zu vergeben? Wenn wir an diese Geschichte denken dürfen. Was passiert mit einer Person, die nicht vergeben darf? Wenn ich nicht vergeben darf, was passiert mir? Oder was passiert, wenn wir nicht vergeben dürfen? Wo wir sein, wenn wir nicht vergeben dürfen, dann bleibe ich eigentlich ins Glauf an die Person, was ich auch getan habe, gegen mich. Ich nehme mir sozusagen meine Freiheit wach. Weil ich drehe dann über den Bitterkeit und Unvergebenheit in meinem Leben mit. Und was das sind die Dinge dort? Dort bringt ein einfach bloß einen Grund und dort bringt ein Duel. Der Unterschied von Frau sein oder nicht Frau sein, nimmt auch nicht bloß mein gesellschaftliches Ding durch, aber auch das auch mein physisches Ding durchnehmen. Und Salomo gleich hat so ein Ding aus dem Gesang, hat so ein Ding aus dort erfahren. Und wenn wir kicken dann in Sprüche 17, Vers 22, und in der Bibel mit hast, wer uns den Vers du mal lesen? Sprecher 17, Vers 22, sagt es dort. Ein Frau hat, der kriegt so viel Geld aus Medizin, aber ein Bedrängter verdrehen die Knirkes. Also wenn ich nicht vergeben darf, nicht vergeben will, dann drehe ich Bitterkeit an mich, Euer an mich, und die Person eigentlich kontrolliert einen großen Part von meinem Leben. Jeder Mal, wenn ich den Person sehe, nur hier und irgendwo, dann geht ein Euer Mess einmal, wenn wir nicht vergeben haben, dann äuert einer sich frisch über die Person. Wenn er sieht die Person irgendwo, dann kommt dort, was er trägt, über das, was er getan hat. Sieht einer die Person irgendwo, der kann irgendwas Geld tun, dann ist einer äuerlich durch über, was er tut und wo er dort kann tun. Oder einer Sitte hat Glück, dann ist einer, der noch oft sich immer dort will. Immer war er kommt dort über dir. Immer war er morgen dort ab. Und das bringt mich wieder und wieder und wieder an den Grund. Meier ist dort, eigentlich kann ich meine Freund sein. Seine Freund sind allgemein dann auch nicht mehr meine Freund. Und meine Freund sind nicht mehr den seine Freund. Dort hat wieder aus bloß zwischen mir und am. Dort braucht Freund. Ein Freund wiederum. Und dort bringt Brüder und Sestern wieder aus, was wir fehlen und glauben dürfen, dort dort. Also das ist wichtig, dass wir wirklich uns einmal freuen dürfen, kann ich dort erfordern, nicht zu vergeben. Und diese Geschichte, wo wir das noch ein bisschen ganz kurz messen, becheckt, wo dort zu uns selbst persönlich steht. Aber wenn wir kicken, dann nur 35, das Mann, der hat nicht vergeben. Er kriegt die Vergebung, aber er hat nicht vergeben. Und dann sagt er, der wird an der Schaf, du bist ein Knall, wo dann deutst du nicht. Und wenn wir kicken, dann in unserem 35. Vers,
Matthäus 18, einem ein klein bisschen bis durchgehen, bis zum Denken, kann ich dort erfordern. Und dort sage ich jetzt, dass in so Wort dort mein himmlischer Vater dort mit einem jederen von Jünen merken, wann die Jünen Brüder seine Übertretungen nicht von Horten vergeben. Wenn ich nicht vergeben darf, warum soll Gott mich vergeben? Wenn ich nicht will, warum soll Gott mich dann vergeben haben? Matthäus saß, Vers 14 und 15, der erste, wo Jesus, der ging am Frauen down, dort hat er ihn soll beten lernen. Und dann sagt Jesus, du eigentlich sei er, der Salje wird, als was er hier zu diesen auch sein wird. Und in der Bibel in Hand saß, Vers 14, der 15, sagt es dort, wenn die Menschen dort vergeben, wenn sie sich gegen Jünd versinnig, wird ihr himmlischer Vater Jünd auch vergeben. Aber wenn die andere Menschen ihre Sünden nicht vergeben, wird ihnen Vater jüne Sünden auch nicht vergeben. Wenn wir an das denken, dann, was er hier auch sagen wird, und die Frau durch den Kopf gehen lassen, kann ich dort erfordern, nicht zu vergeben. Wenn du dir aber denken, das kann ich, sehe ich am Stand, gehen dort zu gehen und sagen, weißt du, was ich brauche, mein Bruder, gleich vergeben. Du wirst dort betonen zu mir, was du schuldig bist. Jesus braucht hier ein titeliert, ein physisches Beispiel. Und so klingt das hier, so, wie kann eigentlich dort nicht erfordern? Wie sollen und wie müssen eigentlich vergeben, was wir wollen? Wie kann entscheiden, was ich will oder nicht, zu vergeben? Aber der Priest ist zu groß, zu tun, dort nicht zu tun. Und das wird Jesus hier in dieser Geschichte will wissen. Der Priest ist zu groß, um dort ich kann sein, ich will nicht vergeben. Und so Gott hat me und Gott hat die vergeben. Und wenn wir hier ein klein bisschen kicken, dann in dieser Geschichte, was er hier hat, und durch ihn ist es war wichtig, weil ich erst sage, nicht an der Plotte zur Bibel und sage, was er wird an viele Düsende schuldig. Und eigentlich wird das Nummer ist nicht so wichtig, wo gerade das Nummer ist doch wichtig, wo gerade das ist, aber mir ist es wichtig, dort wieder und denken, dann, dass er 10.000 es ist so viel als ein Talent. So viel als, ich meine, das ein, ich habe mir das Wort hier nicht aus dem Kopf nennen. Ein Hochdeutsch sagt dort ein Denare. Ein Plottdeutsch Wort fange ich nicht wirklich ein. Aber ein Denare ist ein Arbeitstag wert. Aber 1000 Talente, 10.000 Talente sind so 10.000 Lebens. Arbeitslohn wird. Ein Talent, für ein Talent, muss ich 10.000 Lebens geben, so zu sein. So viel Arbeitslohn. Und dieser sagt hier ist 10.000. Wo viel ist der am Schuldig? Wo neuer, wo das Knach diesen Mann Avers Hand könnte betonen? Wenn ein Talent wird selber so viel wird, was wird ich in 1000 Jahren oder 10.000 Jahren? Hier sage ich 10.000, aber man wird sagen, man hat 1000 werden. Ähnlich wird er hier sagen, dass das Mann am können betonen, wird von ihm so viel Lohn gefordert, als 10.000 Mal mehr überlesen. Wenn ich 1000 Jahre alt werde, dann muss ich dort 10.000 Mal überlesen und leben und all das Geld holen, um den Mann betonen. So groß wird die Schuld, jeden an. So wird allmählich. Und wenn du nicht denkst, dass das Mann kommt, das kann ich, der kommt und sage, nicht weit mit dir verrechnen. Und er prahert an und sagt, weißt du was, hab Geduld mit mir, ich werde dich betonen. Stell dir das mal vor. Wird er den betonen? Wir haben, der hat allmählich, damit er kann betonen. Wenn keiner lebt, sein Leben 10.000 Mal ever. Und das selbe Ding ist hier auch. Und das kann ich sagen, hey, vergebt ihm. Ja, ich wollte dann über den vergeben willst. Eigentlich, wo ich eine Frau und das ist eine Sünde, was allmählich ist. Mein, deine Schuld, was ich dir je in Gott habe, der wird so groß, der wird allmählich, dass ich dir ever dort würden können betonen.
Römer 3, Vers 23 sagt, wie alle Mond kämpft der Kart und durch Worte wie Gott soll sein. Aber Gott betont dort mit seinem Sehen, Jesus Christus mit seinem Blut. Aber ich und mich, ich für mich, hat nicht auf dieser Welt, dass ich würde so gut sein anfangen und so gut zu leben, dass ich ein Tag würde bei Gott sein, yes, oder Gott würde sagen, ja, du hast genug getan. Allmählich. Der Mutstag wird immer zu kurz sein, immer zu wenig. Immer wahrer kommt wie zu kurz. Und das all die denkt, und das wird Jesus hier will auch wissen, der Petrus und die Menschen, die am Raum am sein. Check mal hier, wenn die nur jünt checken dürfen, was Gott jünt vergeben hat, was Gott jünt vergeben hat, der Schuld wird so groß. Alles, was jünt wird sein ewig geblieben, wenn er nicht wird, ausgestreckt, wird sein ewig verloren zu gehen. Und heute hat er dort hier er nur um Hort leihen. Aber sein Freund, er hat Furzrüht, hat gerutzt diese große Vergebung, diesen großen Sehen erfahren. Und er würde denken, der soll Rüht gehen und Frau sein und tanzen und seinen Freund einladen und sagen: Check mal hier, du bist mir 100 der Arbeit schuldig, ich werde dir das ausstrecken. Weißt du, warum? Ich habe gerutzt eine Vergebung gekriegt, eine Schuld vergebt gekriegt, was so groß wird, was ich never kann betonen. Du wirst 100 der schaffen, kannst du mich betonen. Ich will dir ausstrecken. Wer will bad Frau sein? Aber dann habe ich ihn gerührt und dann sagt er, krieg ich meine Wahrheit zu holen. Und Wahrheit am Ende, du betonst mir, und wenn sie nicht kann betonen, dann Leute am Ende stoppen. Was er wird betont haben. So, er fährt von seinem Bruder viel weniger, als was er gerutzt ausgestreckt kriegen hat. Das drei bisschen nur an sich Geschichte, wo Jesus anfängt, der hier. Er sagt, wenn dein Bruder sich gegen dich versündigt, dann geh du dahin und stell trage. Aber eigentlich, was ich soll tun, ich soll kurz andenken, bevor ich dort hingehen soll, ich dem vergeben will. Weil wenn ich ein Bruder sehe, und ich ein Kind Gottes sehe, dann soll ich auch vergeben haben. Weil wenn ich nicht vergeben soll und nicht vergeben habe, ein Wort vom Poat, wo ich dahin gehen und arm auch vergeben. Dann würde ich mehr versichern, dass all die Dinge tun, ich würde ihm gehen und eine Wahrheit anpacken und dann am alles beschuldigen, was er sich gegen mich getan hat. Aber wenn ich die Gnade wirklich nehmen soll, die Vergebung, was Gott mir gegeben hat, dann will ich wahrlich sein, dort beten zu vergeben, was er sich gegen mich getan hat. Und vergeben, und man vergebenet und abbrechet, hat nur die Person gehen und sein, wo wir durchgehen und trachten. Aber wenn ich mit einem verbessert hat, anfreut hat, dahin gehen, dann bleibt die Wohnung zu stehen, dass er vier Wege auch davon reden wird. Dann kommt er bloß bei dir je. Aber wenn ich auf einmal wahrlich sehe, die Wohnung durchzubringen, und dann auf einmal kann Leib erfahren, Genut erfahren, dann hast du auch wahrlich sein, was zu tun. All your mind. Und best dir daran zu denken, wofür ein Wort einer soll tun und vergeben. Eine Karte Geschichte hier. Du wirst eine Familie, der Mann, die Geschichte sage ich nicht gerade, was passiert erst mit dem Mann. Aber der Mann ist nicht Raum. Und du hast eine junge Frau mit ihren Kindern, sie haben nicht zu essen. Und die Großmutter, die geht in der Stadt und sie nimmt und stellt sich ein Brot. Und die nehmen Foster wein in den Mond von der Brotgeschäft, von der Bakerie, die nimmt und holt die Früh vom Gerech. Wein dort. Heu will haben, er soll alles betonen. Und die Geschichte sagt $10, zum Beispiel. Und der Rechter, die nimmt nicht bloß Furz. Okay, ja, das war das Gesetz ist. Du bist schuldig, ich stopp dich an. Heu wacht dir schon mal beten, heu fragt die Früh, warum stellst du dir ein Brot? Warum deutst du dort? Und sie erklärt die Geschichte und sagt, komm mal hier. Ich will diesen Brot stehlen, weil ich will meine Tochter und meine Großkinder essen geben, weil sie verhungern. Und das Rechter, der nimmt sein Haut auf. Aber ihr sagt, jetzt du bist schuldig, 100% zu betonen. Das, was du schuldig bist. Du hast ein Brot genommen von der Bakerie für $10 und du machst $10 Straftun. Das ist dort Gesetz. Ich kann dort Gesetz nicht brechen. Ich kann dort Gesetz nicht sagen, du bloß wegen, was immer, dass du das Ding getan hast, dass du deine Kinder fördern, das macht keine Excuse, das macht keine
Ram war ich, dass du nicht durch betulen. Du musst betulen. Aber diese Freude, wenn ihr den Brautgut könnt betulen, dann würde den haben betult mit den 10 Dollar, nicht? Und er steht gut still. So, wie wollten sie haft nicht 10 Dollar zum betulen? Und das Rechter, der sagt, du musst betulen. 10 Dollar. Zum Beispiel, wir können vielleicht sagen, ich würde Herman anstoppen. Ich würde Herman anstoppen für 10 Dollar. So, nun ist 10 Dollar, wenn ja, wo sie noch können, was verdienen oder was immer, zum dazu, was down. Und sagt er, ja, du bist, das Gesetz sagt, 10 Dollar schuldig am Jail für dort, was du getan hast. Und aber, als er dort gesagt hat, das ist das Gesetz, das ist, was er sagt, und das, was du machst down, du machst betonen, nimmt er seine Haut auf und leicht 10 Dollar nennen. Und sagt er zu dem, was du bezieht am Ass, er soll den Haut heranregen. Und jeder einer, der von dir gebannt ist, macht 50 Cent Strafe tun, für das an Erde steht, arme Menschen sind, die nicht zu essen haben, die machen stehlen gehen. In den Tag kam 47 Dollar an Santentaub, sagte ihr Schech. So die Früh war das Geld an ihr Jef, sie konnte die Schuld betonen, mit dort zu sein. Und sie hat genug, damit sie war wieder kann, gehen in ihre Familie finden. Wo will ich mit das sein? Gott, der das selbe Ding. Ich kam, wenn ich vor allem hat, muss kommen, und heute wird haben gecheckt, die Schuld, die wird das 10.000 lebenslang schuldig zu betonen. Aber ich kann nicht. Und er sagt, du bist schuldig. 100% schuldig bist du, diese Schuld zu betonen. Dort ist, wo das Gesetz ist. Das ist, was ich von Gott, ich kann nicht euch in Himmel haben, aber du musst betonen, 100%. Was tut er dann? Er sagt dort, oh, kriegst du das Recht? Er sagt dort, dass diese Früh kann ich nicht betonen. Einzig, was er bleibt Struf. Und Gott sagt das selbe Ding von mir und dir. Das einzige Ding, was er bleibt, wird Struf. Und sehr, aber weißt du was? Ich will mein Sehen Jesus Christus geben für dich. Ich will mein Sehen Jesus Christus geben, um deine Schuld zu betonen. Dass du kannst frei sein. Dass du Vergebung hast von all den Dingen, von jeder Ding, wo ich kalt fall und kalt komme, wo ich nicht kann betonen, sagt er, ich will betonen. Nun habe ich so eine Vergebung aus dort angenommen. Ich habe so eine Tulung aus dort für mich genommen. Und ich habe die Vergebung auch genommen. Und nun gehe ich rüber und finde meinen Bruder und würde ihn nicht vergeben. Für ein Bett, was er mir getan hat. Gott bildet die Post nicht taub, nicht? Das selbe Ding ist für mich dies. Das ist seine. Wir sind so eine große Schuld, hat Jesus Christus uns vergeben. Der Gott uns vergibt. Der Sehen Jesus Christus, wo wir nie, never betonen können. Aber Gott streckt er ut. Und wenn ich an dort denken do, ich kann nicht erfordern, nicht vergeben. Weil es uns viel der ist der Farsch, und du wieder, du fing, hier in uns Tags fing, wie dann sagt er, aus der kenne ich dort Antwort, dass er nicht vergeben, da er doch besser, was er jenen anderen hat, dann sehe er, nu komm her, und du wirst betonen. Dein Mann kann nicht erfordern, den nächsten der 100 Dollar nicht vergeben, weil am Wort alles drei aufgefahren hat, was er euer vergeben kriegen hat. Wenn ich nun nicht will vergeben, dort bete, was der Bruder sich gegen mich und die versündigt hat. Und weil ich sind, mit allem gut zu verhandeln, warum soll Gott mit dir verhandeln? Warum soll Gott die vergeben? Wills, wenn ich nicht wahrlich sein. Ich glaube, wir können viel von dort lernen. Wir können von dieser Geschichte wirklich sein, dass Gott auf uns reicht, sagt, gleich den Option. Oder wir haben den Option zu vergeben. Aber dann sage ich zu Gott, weißt du was, du brauchst mich auch gleich vergeben. Ich leide drei und sage Gott, weißt du was, du kannst alles auffordern, was ich jemals getan habe. Ich habe kein Weg, eine bessere Wirkung oder irgendwas an mich zu holen. Nur diesen Tag noch. Ich muss vergeben, ob ich will oder nicht, so zu sein. Ja, wir haben eine Option, aber der Struf fällt drei ab uns. Und das ist nicht bloß irgendwer, der das sagt. Diese Geschichte vertellt Jesus selbst.
Und du musst wie einmal wirklich uns hingelegen, dort, was bedeutet das wirklich? Wenn wir denken, dann, wir sind so dankbar, was Gott für mich getan hat, wir sind so froh, dass er mich verjüft hat. Und dann der Bruder sagt, was je in mir, und dann sagt er, doll, antefried, verhasst, plonweig war den Chem, was tausaten, wünscht den Chem gleich, wünscht den Chem sehen, und beten es, was bis immer wieder mir ab, wenn ich die Person sei dann, oder mir noch war, bloß über die Wien, ich sei die Chem, Pferde war ich, oder was immer. Aber wir haben einfach, wenn wir kicken down in die Schule, die Hand lying down und kicken, für dort, was ich verschuldigt habe, nicht zu vergeben, dort, wie doch bis so weit er war, dort, ich kann nichts drum hier nachleihen und sagen, Gott, weißt du was, ich habe genug, um dort zu tun. Ich habe nicht. Ich habe einfach nicht. Aber Gott hat dort geheiligt. Er hat dort betont für mich. Und in dieser Feier, eindeutig, vielleicht zweieindeutig, in der Bibel haben wir die Verse nochmal lesen. Feier eindeutig, durch zweieindeutig, sagt es dort. Wort nicht meier Bäter in Fuchtig, er war einer. Wort nicht meier Bäter in Fuchtig, er war einer in anderen. Und versucht ihn nicht. Hier ab mit Schrien und zu beleidigen. Lut, von so wird nicht meier sein. Sieht Leuwer von Horten läuftulich einer zum anderen, verjäft ihn und ihrem anderen, so aus Gott jünd an Jesus Christus alles verjäft haft. Paulus bringt es hier ein paar Farge taub, sagt er, hier mal ab. Wir sollen abhören. Mit immer beschrien und meine Bettenis und meine Eier und meine Dinge abbringen. Und ja uns. Und dann haut er uns denken und sagt er, wir sollen Leute von Horten läuftulich sein. Einer zum anderen. Wir sollen einen anderen vergeben. Dann haut er uns denken, wo? Und sagt er, so. Und der hat ähnlich, was er sein hat, nicht leichter, aber schuld. Der will denken, wo viel Gott die vergeben hat. So aus Gott, die durch Jesus Christus alles vergeben hat. Nicht bloß Wort. Alles. Jeder Ding. So wie er sagt, wir sollen mal abhören, mit wir uns bloß einen anderen sozusagen, der heute reden und verbessern und schreien einer zum anderen. Kolosser 3, 12, 13, 1, nicht gezählt. Jetzt sage ich, die sind für Gott gewählt und herrlich. Und hier ist jünd Gott, aus so einer Lut jünd nun von Gott beschenken und tragt jünd Jesus seine Eigenschaften an, sich von Horten erbormen, freundlich sein, demütig, sanftmutig und geduldig sein. Verdreht einer dem anderen, verjäft jünd unserem anderen. Wenn wer eine Klau jenen anderen hat, so aus der Herr jünd verjäft hat, so macht ihr auch verjäven. Wie war er fing wieder? Wir sagen, wie sollen uns Jesus seine Eigenschaften antragen? So sein, als was heu wird. Heu wird leuftulich, heu wird von Horten. Erbarmte sich über uns. Da wird der lautere Gnaden Erbarmung, was Jesus Christus und Kriegs deut für mich und die. Aus Gott, du siehst, ich will mit dem Menschen sozusagen verhandeln und dass er mich betonen, dann sagt er, der König betonen, dann sieht er, ich will mit Jesus sein Blut auf betonen. Mit das, was der Rechter deut zu dieser Früh. Der Früh kann ich betonen, aber er hat dort, wo er berückt hat, betonen, er lehrt die $10 den Namen, um die Strafe betonen, was er in der Früh wird. Seht ihr, der Früh hat nicht Arach getan? Der Früh hat Arach getan, und das muss betont. Er hat nicht Arach getan, das muss betont. Und nun sagt er, nun soll ich so ein Wort auch haben, so eine Vergebung, so eine Leib, so eine Erbarmung und Leuftuligkeit, das wird wie erfahren haben, soll wie nur unseren Nächsten, nur unseren Bruder, nur mein Freund, nur mein Nachbar, nur wem immer das ist, geben, das wird ich erfahren haben. Ich actually kann nicht mal so ein Graudet geben, das wird ich haben. Und das wird die Geschichte auch wohl rüberbringen. Eint ist 10.000 und das andere ist nur 100. 100 können in dir auch leisten, aber nicht das andere. Und Gott sagt, wir sollen auch so. Wie sollen Deuweich, wie sollen erbormen uns über die nächste Person? Leuftulich sein, auch für jeden. Der bessere Wort, was ich einst vielleicht habe, in den nächsten, der Bettigkeit soll ich losluten.
Und ein Ding muss wir andenken, wenn wir denken, nun, für jeden meint nicht für jeden. Jetzt, wo viele Menschen kalt kommen, die sagen, ja, ich will die Person für jeden und ich halte drauf. Aber immer war er, wenn ich dem begegnen will, dann halt mir doch, was er denkt, was er mir tun hat. Ja. Dietrich Warnsbrück, mein Beispiel in der Bibelschule, er sagt, wo kann eine Person den Nächsten für jeden, was ihm die Hand aufgehackt hat? Jeder Mal, wenn er die Person sieht, dann denkt er an, ich habe eine Hand nicht mehr, wie ist die Person? Weil er sagt, der Unterschied ist, yes, der halt mir jeder Mal denken, was passiert ist, aber der Unterschied ist, was da weg nicht. Ich kann entscheiden, will ich die Person leben, will ich die Person genug wiesen, will ich wegen danach Geld sein, die Person, oder will ich den Hammer an meine Hand checken, im Betternis Material, Unvergebenheit, Hass und Dolzern über die Person. Das ist der Unterschied zwischen Vergeben und Vergeben. Vergeben sage ich, ich habe ihn vergeben. Ich will ihn danach leben sein. Yes, das ist Schuld, was geworden ist. Aber ich will ihn danach leben. Ich will ihn danach genug wiesen. Aber wenn ich nicht vergeben kann und nicht vergeben, dann sind ich immer wieder noch äuerlich und betterlich über die Person. Und das ist auch, was wir in diesem Bett untertags in der Philippa Feier und in Galater sein. Wir müssen an denken, was Gott zu uns getan hat. Wir haben uns dort nicht verdient, aber er betont uns. Und nun sagen wir, gerade mit so einer Erbarmung, mit so einer Genut, mit unseren Nächsten, mit unserem Mitmensch umgehen. Mit dem Bruder, das wird hier in 18. Kapitel sein, das wird mit Anfang dort. Wenn dein Bruder sich gegen dich versündigt, dann geh an, mit Arm zu reden in der Denktracht zu stellen. Aber geh an mit Genut. Geh an mit Vergebung. Geh an mit Erbarmung. Wie ist denn genug? Wie ist denn Leib? Sonne aus, was du erfahren hast von Jesus Christus. Willst du von Gott und Familie verraten haben, was echt schuldig wird? Absolut kein Wahrheit, das betont. Gott weiß mir genug, Gott weiß mir Erbarmung. Und so soll ich nicht in meinen Bruder gehen, dass ich je mich verschuldigt habe. Gehen am Erbarmung und Vergebung wiesen. Also ich will uns bedenken haben, wir können nicht erfordern, nicht zu vergeben in Wirklichkeit. Wenn ich will vergeben sein, dann soll ich auch vergeben. Wenn ich Erbarmung und Leib von Gott will erfordern, dann muss ich Erbarmung und Leib geben. Wenn ich Gott seine vergebene Genut will erfordern, dann muss ich meinen Bruder Genut geben für die Übertretungen, für die Dinge, die er je mit hat. Unser letzter Mal, was ich uns von dir will, anluten. Weil wir unseren Bruder dieselbe Genut und der Leib, Erbarmung geben, was ich gekriegt habe. Weil wir noch beten. Weil wir müssen, Vater, wir kommen vor dir und wir danken dir für diesen Morgen. Vater, wir danken dir, dass du dort betonen deutst, was ich allmählich betonen kann. Du betonst all die Schuld und Sünd, was ich getan habe, jemals. Und der ich war down. Der hast du betont an Kriegs. Und Vater, ich sage dir dankbar dafür. Bruder, ich hoffe, dass jeder einer, der hier von dir bein ist, der erfahren hat, diese Genut und die Vergebung von dir. Bruder, ich hoffe, wir waren so ein Wort haben und in so eine Einstellung aus dort auch. Dass wir nicht wollen, jeder Ding von unserem Mitmensch fordern, was er betont hat, und weil ein Weicher und andere Weich, was wir uns beten wollen, der Eva. Aber Herr, gib uns lieber ein Wort, wenn uns Bruder sagt, was jen uns versinnen der, dass wir wollen hingehen, Genut wiesen, Erbarmung wiesen, Vergebung wiesen. Am Wiesen, ich läuf die, ich sehe die Gott. Wenn ich komme, am willst wir wollen Versöhnung schaffen, wenn wir mit unserem Bruder verhandeln. Gute Hauptmann, so wie wir in so einem Wort, so eine Einstellung und so eine Leib haben, unseren nächsten Jahren Eva. Amen. Sieh mir ein, ich dumm Jesus vor dir. Sieh mir ein, ich dumm Jesus vor dir. Sieh mir ein, ich dumm Jesus vor dir. Ich trenne dich. Ich trenne dich.
för mig, dig valt att hänga mig. Då Jesus för mig, dig valt att hänga mig. Jag kren ik dig, jag kren ik dig. Jag blir dig om så väl, den jag mig gör. Versehen, weil wir stumm blieben bei der Sehne sprang auf. Da war es auch ob nein von Sehen. Mocht der Herr die Sehnen in die Schütz geben. Mocht er die mit Fred haupen und jänzig zu die sein. Mocht der Herr die blieben in die Erfolg und Fred geben. Amen.